Howdy, howdy, willkommen zurück zu Cyberpunk. Vielen Dank, dass du wieder mit eingestellt hast. Und wir sind hier bei Hellmann und schauen mal, was der gute alte Hellmann zu sagen hat, ne? Hey. Oh, erstmal boxen. Wo bin ich? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Was ist das hier? Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Nein. Ein kleines Missverständnis. Es gibt kein Angebot. Was willst du dann? Ich habe Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Ich verliere buchstäblich meinen Verstand. Und es wird noch schlimmer werden, wenn ich es nicht entferne. Davon stand nichts auf den Werbeplakaten. Nicht mal kleingedruckt. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Lange Geschichte. Wenn Arasaka mich findet, bin ich tot. Du bist das schon. Es gibt also keinen Grund zur Eile. Und ich bin interessiert. Wirklich. Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job. Aber die Klientin hat mich hängen lassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebootet, als ich meinen Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ha. Arasakas Premium-Tech hat echt die Straße erreicht. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Rippermeister... Ist das einem verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Was macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Mit etwas mehr... Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das Einzigartige. Nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das Engramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Tests gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht. Was kostet die Unsterblichkeit? Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell sollte im Haus bleiben. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkte Order. Er beaufsichtigte das Projekt höchstpersönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Das ist wahrlich ein Durchbruch. Oh, was habe ich doch für ein Glück. Ich bin was ganz Besonderes. Also wirst du mir helfen? Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Okay. Unglaublich. Sieht aus, als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird? Verdammt! Was? Was ist? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ja, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen.
Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Moment, du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird? Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also, wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ihr redet nicht, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Es reicht's aber. Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle über Stimmt mich. Stimmt, absolut. Du bist echt ein verdammt sturer Keiner Wirt. Von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. Du ein Wichser. Und ich soll dich angeblich manipulieren wollen? Darum halte ich es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht ziehst. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Versuchen reicht nicht. Ich glaub fast, du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten. Ja, fick mich und gib mir Tiernamen. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen! Jetzt geht's zur Sache. Also ich bin noch die ganze Zeit da, ich wollte nur das Gespräch nicht unterbrechen oder so. Besser als nichts, sofern wir jemanden finden, der das Tech-Geblubber versteht. Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Ich kann sehr spontan sein. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Wie? Das werde ich nicht vergessen. Ach, diese Hitze. Meine Kehle ist ganz ausgetrocknet. Ah. Wie dir nicht mal ein Glas Wasser. Scheiße. Zieh dir das hier mal rein. So bin ich nicht. Das wirst noch die. Von mir bekommst du Eimer rein. Nein. Das geht schon. Ach, diese Wichser! Was immer du sagen willst, sag's. Ihr frisst auch was am Kot. Das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst. Damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du warst immer ein Konzernzahnrad. Ersetzbar.
Als Sarka dich gefeuert und dir dein Chrom genommen hat, konntest du höchstens für ein paar Annie Scaffs jagen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Ich habe echt Angst davor, deine Erinnerungen irgendwann für meine zu halten. Scheiße. Wenn das in beide Richtungen geht, werde ich damit leben müssen, dass mich der große Dexter Deshawn gefickt hat. Sag mir doch einfach, was du willst. Was du wirklich willst. Hilf mir einfach, meine Rechnung mit Arasaka zu begleichen. Das ist alles. Du willst Arasaka zerstören und begraben. Ich will alles. Nur nicht unter die Erde. Wir haben beide unsere Ziele. Und sie passen gut zusammen. Du brauchst Mikoshi, um dein Leben zu retten. Ist das erstmal erledigt, mache ich den Laden platt. Wo wir wieder bei deinem Kreuzzug gegen Mikoshi und das System wären. Okay. Ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du es hören? Schieß los. Ich habe erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich musste mit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Hast wohl recht. Da kann ich nicht widersprechen. Ich erkläre doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht. Oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheißsystem der Entropie. Kapierst du's nicht? Ich tue, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir, verdammt nochmal. Johnny, ganz ruhig. Wir müssen... Verdammte, verfickte Scheiße! Du kapierst es nicht. Aber das wirst du noch. Jo, Takemura ist einfach reingehauen, ohne uns Bescheid zu sagen. Also, dafür, dass wir die ganze Zeit gesagt haben, wir sind müde, wir wollen schlafen. Gehen wir halt nicht schlafen. Entschuldigung. Okay, dann halt nicht. Dann fahren wir halt, ne? Viel nachgedacht über die ganzen Kram mit Zul, über Mitch und Scorpion, über die Familie, die ich hatte, die ich verloren habe, verlassen. Ich dachte nicht, dass alles so kompliziert sein würde. Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Ich bin hier in der Stadt und kann machen, was ich will, aber scheiße, bin ich wirklich frei. Mal, wenn ich mein altes Leben nur hinter mir gelassen habe, weil nicht alles so war, wie ich es wollte, dann laufe ich doch immer los davon. Verstehst du, was ich meine? Ich bin aber... Nee. Jesus. Okay. Und wenn... Umsetzt werden... Was ist mit Zul? Ich kann nicht... Ich kann ihn nicht ändern, ich kann nicht ändern, was ich von ihm halte. Also bitte halte mir keine Vorträge über Kompromisse. Das wollte ich nicht, aber glaube mir, man kann auch mit jemandem leben, mit dem man nicht immer einer Meinung ist. Ja, ne, wir. Das klingt vielleicht cheesy, aber es stimmt. Das wirst du schon sehen. Ja, ne.
Spiel wissen, wovon wir reden, was das angeht, Kompromisse und so. Na? Ich meine, wir sind das beste Beispiel. Anderthalb Kilometer müssen wir fahren. Naja. Jetzt wissen wir schon mal mehr, ne? Also sind wir eigentlich im S. Bleib ruhig. Weil wir einen Unfall gebaut haben, wollen uns die Roboter töten. Also ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Schaut schon schön aus, ne? Also man kann sagen, was man will. In einigen Situationen, vor allem mit dem Path Tracing, sieht das Spiel schon sehr schön aus. Elisabeth hier. Wir kennen uns noch nicht. Nee. Mein Mann und ich brauchen Hilfe bei einer eitlen Sache und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Was ist so heikel an der Sache? Das sollten wir persönlich besprechen, wenn es dir nichts ausmacht. Können wir uns treffen? Ja, treffen wir uns. Ich schicke dir die Adresse. Bis dann. Junge, ich werde einfach von irgendwie fremden Menschen angerufen. Na, schauen wir mal, was Takemura von uns möchte. Hallo. Ach so, F gedrückt hat. Okay. Du. Erinnert mich gleich an Ghostwire Tokyo, ne? Ich verstehe das nicht. Hat Arasaka nicht genug eigene Leute? Sehen Sie sich um, Sir. Ich weiß, er kann reden wie ein Wasserfall, aber ich muss deinen Kumpel kurz entführen. Was soll das? Goro, schön dich zu sehen. Ich auch. Ich habe selbst ein paar Informationen beschafft. Weißt du, wer Arasaka-sama am meisten mit der Parade ehren wollte? Sein Mörder. Die Ironie macht mich krank. Yorinobu ist ein schlaues Kerlchen. Die Parade soll seine Bindung zu Arasaka und seinen Werten unterstreichen. Und nebenbei seine Position stärken. Er ist durchtrieben. Das gebe ich zu. Japanische Tradition ist nur ein Aspekt. Yorinobu will auch seine Macht demonstrieren. Die Festwagen werden schön sein. Aber ein geschultes Auge wird darin eine geheime Botschaft an seine Feinde erkennen. Ach ja? Und die lautet? Ich bin hier, Gumindomo. Passt lieber auf. Nicht gerade subtil, oder? Ich verstehe immer noch nicht, was uns das bringen soll. Mir ist etwas eingefallen. Sieh nach oben. Die Dashi-Wagen kommen genau hier lang. Wenn ich irgendwie auf Hanako-samas Wagen käme, würde ich unter vier Augen mit dir reden. Und wie? Na, wenn ja, ein bisschen hoch, ne? Das kriegst du nie hin, Goro. Das könntest du nicht mal, wenn du noch all deine Implantate hättest. Moment, wie? Nicht so voreilig. Während du krumme Geschäfte gemacht hast, habe ich mehr über die Festwagen erfahren. Sie werden alle am selben Ort aufbewahrt. Im Arasaka Industriepark. Dort bereiten sie sie vor. Wir müssen dort einbrechen, den richtigen Wagen finden und sein System mit einem Virus infizieren. Dann kannst du die gesamte Security deaktivieren, kurz bevor ich hineinspringe. Viele Möglichkeiten, das durchzuziehen.
Dafür brauche ich... Ich weiß, was du brauchst. Ist schon erledigt. Ich habe einen infizierten Splitter. Der war nicht billig, aber der Verkäufer meinte, er wird garantiert funktionieren. Es gibt noch was zu besprechen. Wir stecken uns einfach alles ins Gehirn, ne? Den Wagen zu kapern ist eine Sache. Was mit dir, Henning, oder? Okay, ich in der Realität auch immer. Ich werde ein leichtes Ziel sein. Aber ich könnte die Lösung haben. Okada erwähnte die Stadtkameras. Wenn wir sie hacken können, sehen wir genau, wo sich die Schützen befinden. Du kümmerst dich um sie. Guter Plan. Was macht er? Du bist einfach so einverstanden? Das Risiko ist hoch. Ja. Naja, ich gewöhne mich langsam dran. Und nun? Was sagst du zu einem kleinen Testlauf mit dem Splitter? Der Kamerakontrollraum ist vor uns. Du musst nur darauf zugreifen und das Netzwerk infizieren. Und in der Zwischenzeit machst du was? Ein Bierchen zischen? Während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an. Ich passe auf dich auf. Na los! Einfach alles mitnehmen. Whoop, da. Es hat funktioniert. Und? Das System hört auf uns. Der Splitter funktioniert. Gut, das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen, wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen... Ja, willst du noch was essen? Alles klar. Gestern nichts gegessen. Ja, wir wollten eigentlich mal schlafen, haben doch nicht geschlafen. Stell dich nicht so an. Heute empfehle ich die Jagdtorte. Irgendwas, das nicht von hier ist, bitte. Wir sehen uns morgen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saka-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Der braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. Chill mal, Johnny. Für dich ist er Saka-Abschaum, ich weiß. Goro ist kein schlechter Kerl. Kein schlechter Kerl? Er war Saburo Arasakesichts Leibwächter. Meinst du, er hatte den Job wegen seiner schönen Augen? Was ist das? Jagdtolli. Okay, ich habe alles durchgebracht. Alles klar. Wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanako-samas Festwagen. Zweitens, mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützen auf der Parade. Drittens, ich springe in den Wagen. Viertens, ich sage Hanako-sama die Wahrheit. Thomas, sind wir so klein? Ist das dein persönliches Seppuku-Ritual? Was? Wieso? Soweit ich das sehe, bringt uns dein Plan beide um. Wüsste echt gern, warum. Das Risiko ist hoch, ja. Aber welche Wahl haben wir? Hanako-sama ist unsere einzige Chance. Du hast nichts zu verlieren, wie ich. Ich sehe es in deinen Augen. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Was machst du denn? Lass ihn nicht von der Leine! Gib ihm nur ein paar Meter Raum und er wird gleich über... Du bist ein Fremder in einem fremden Land. Ich komm mit. Stimmt. Und du, deinen Fähigkeiten. Mit deinem diebischen Geschick. Gut, wir machen das gemeinsam.
Mhm. Oh, lauter, lauter! Yorinobu, höchstpersönlich. Hat das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert. Und die haben sich ihm ergeben. Hat er nicht gesagt, lauter, Junge? Arasaka, ein Imperium für die Ewigkeit. Bevor Yorinobu es von innen angezündet hat. Alles begann mit ihm. Die Fraktionen, die Machtkämpfe. Das alles ist so. Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Junge, heute ist eine Folge nur mit Quatschen, ne? Das ist halt mal so. Arasaka-sama war ein starker, disziplinierter Mann. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Und doch zeigte er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu. Für seine Tochter. Als Yorinobu seine Bande gründete und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Verstehst du? Sag mal, sind wir so klein? Vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Sieht aus, als würde sich das jetzt ändern, solange Hanako unsere Version der Ereignisse glaubt. Vielleicht können wir ihr ins Gewissen reden, wenn sie eins hat. Zuerst müssen wir zu ihr. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Verschwinden wir, wie? Ich hoffe, es hat geschmeckt. Bitte beerdigen Sie uns bald wieder. Sägemehl und Plastik. So, jetzt ist aber Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.